Der Test. Leicht ist das neue Schwarz. Das klingt im ersten Moment nicht logisch, zeigt aber den Trend der Automobilindustrie, ihren Preziosen nicht zu viel Speck angedeihen zu lassen. Und sehen Sie sich den Mazda 2 an. Ein drahtiger, kleiner Japaner. 980 Kilogramm bringt er leer auf die Waage. Das macht ihn zum Fliegengewicht und somit auch zum leichtesten seiner Klasse. Vorbei also die Zeit des mopsigen Hamster-Designs in der japanischen Kleinwagenliga. Es regiert König Kodo, und zwar mit feinem Pinselstrich. Besonders bei einem flächenmäßig kleinen Fahrzeug wie dem Mazda 2 ist es schwierig, eine Designphilosophie, die von lang gezogenen Linien lebt, umzusetzen. Und trotzdem hat man sich mit japanischer Muße ans Blechkleid gemacht. Zug um Zug wurden hier Sicken, Kanten und Rundungen gesetzt, die dem Mazda 2 ein sehr eigenständiges Aussehen verpassen. Alles in allem eine gelungene Melange des typischen Markendesigns. Dass bei dieser Optik auch die Technik Schritt halten muss, versteht sich von selbst. Gegen den Trend arbeitet man bei Mazda allerdings ohne Downsizing-Tricks. Das bedeutet, unter der geschwungenen Haube sitzt ein Benzinmotor mit richtig Hubraum und angemessenen vielen Zylindern. Das Skyactiv Aggregat ist ein Vierzylinder mit 1,5 Liter Kubatur. Es ist gut für 116 PS und 148 Newtonmeter. Kein Spitzensportler, aber dank des geringen Fahrzeuggewichts durchaus dynamisch. Top Speed 200 km/h und ein 0 auf 100 Wert in 8,7 Sekunden. Viel wichtiger ist beim Mazda 2 aber zum einen der Verbrauch und zum anderen seine Manieren. Mazda ruft 4,9 Liter kombinierten Verbrauch aus. Wer sich allerdings von der spritzigen Gasannahme verleiten lässt, wird mit rund 5,5 Litern leben müssen. Man muss leider auch ehrlich zugeben, dass die Kombination aus wenig Gewicht, Top-Fahrwerk, knackiger Schaltung und einem lebhaften Motor es richtig schwer macht, den Mazda 2 nicht an jeder Ampel mit einem Kavalierstart wegzulassen. Wer übers pubertäre Gassenheizen schon hinaus ist, weiß auch definitiv mehr das fabelhafte Interieur zu genießen. Beim Interieurdesign hat Mazda ohnehin gerade einen Lauf. Man wähnt sich eher in einem Fahrzeug, das mindestens eine Preisklasse höher spielt. Selbst wenn man nicht, so wie wir, auf die Revolution Top genannte Top-Ausstattung setzt, bekommt man immer ein richtig feines Grunddesign. Besonders fein ist natürlich, dass man bei Mazda selbst in einem Kleinwagen auf Technik-Highlights wie ein Head-Up-Display bauen kann. Es bietet wichtige Informationen und lenkt den Blick dorthin, wo er beim Fahren hingehört, auf die Straße. Der Rest des Innenraums weiß mit guter Ergonomie und Platzverhältnissen zu glänzen. Man sitzt komfortabel und die Rundumsicht ist vorbildlich. Das führt auch schon zum Go-Fazit. Der Mazda 2 in der jüngsten Generation legt all die schlechten Seiten des Kleinwagen-Daseins ab und erfindet sich für eine jüngere Generation an Käufern quasi neu. Der 1,5 Liter Motor lässt in keinem Moment einen Turbo vermissen und das Fahrverhalten macht richtig Freude. In der ein oder anderen schnell gefahrenen Hauskehre meint man sogar einen Hauch MX-5 im Fahrwerk zu spüren. Beim Mazda 2 hat man scheinbar alles richtig gemacht.